Ja, ihr möchtet bestimmt auch hier solche kleinen Naschereien herstellen. Guck mal, die sehen doch aus wie Pommes. Das sind Blätterteig. Guck mal hier, Leo. Du darfst ja nicht. Das sind Blätterteigsticks, eben mit diesem Ausrollrädchen gemacht. Und ich habe jetzt auch hier noch die anderen Sachen. Seht ihr? Ja, ihr könnt die Taschen mit allem füllen, was euer Herz begehrt. Süß oder herzhaft, Schokolade oder Kekse. Zwischendurch wälzt ihr bitte den Roller immer in Mehl ab, damit halt es nicht so kleben bleibt. Und wenn ihr was übrig habt mit dem Teigroller, könnt ihr den Blätterteig wieder glatt rollen, um neue Sachen zu rollen. Blätterteig ist unheimlich vielfältig, ob für Süßes oder Herzhaftes, wie zum Beispiel mit Tomaten oder halt Würstchen. Ja, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich dem Süßen nicht so ganz angetan bin, sondern eher dem Herzhaften. Also, was liegt nahe? Ich habe jetzt hier in die Blätterteigtäschchen, habe ich jetzt Tomaten gelegt, so kleine Mini-Tomaten, dann hier auf dem anderen mal Würstchen, dann kommt hier etwas Käse darüber, vielleicht jetzt, ich habe jetzt Raclette-Käse hier liegen, oder sonst gefüllt oder einfach nur zugeklappt. Einfach mal herzhafte Sachen drin. In einem wollte ich jetzt Thunfisch noch reingeben. Geht auch. Ja, so dick geht der Blätterteig auf. Sieht wirklich knusprig aus. Das sind die gefüllten Taschen, wenn sie fertig sind. Ihr könnt ihr Ausstellrollset komplett kaufen mit allen Klingen oder halt auch einzeln, wenn einer jetzt nur mit drei Klingen anfangen möchte.